Ich habe so ein Mädchen angeschrieben, die ist Amelie Caroline. Die macht so ein Auslandsjahr in Hawaii oder so. Habe ich sie angeschrieben, ob sie mal aufnehmen möchte. Weil ich ja letzte Woche auch Hawaii war. Auf jeden Fall schreibt sie mich dann so an. Und auf einmal mache ich dann 1-on-1 gegen Stefan in CSGO. Das Problem dabei war, ich bin halt der Meinung, dass ich besser bin als Stefan. Wir haben gewettet. Wenn ich gewinne, bekomme ich sein 150 Euro Inventar. Wenn ich verliere, muss ich so lange CSGO spielen, bis ich DMG bin. Und das Ende ist halt, er hat 9-7 gewonnen, aber einfach nur, weil er am Schluss Granaten geworfen hat. Jetzt wurde mir so ein Video empfohlen, The Top 21 Best Boops in One Piece. Und ich sah SD, ich hab's halt reingebottet, damit mein. Ich hab's halt reingebottet, damit mein Lieblingscharakter gewinnt. Aber er hat's leider nur auf Platz 5 geschafft. Also Robin, wenn du das hier siehst. Also, die heißt Robin. Ich hab dich trotzdem im Herzen. Nami wurde Dritte. Das enjoyed mich auch. Also, das hat mich auch sehr zufriedengestellt, aber. War nicht so zufrieden. So. Dann war es so, nachdem ich das erfahren habe, habe ich einen Fake-Mädchen-Account erstellt, um Tanzverbot anzuschreiben. Yo, hey Hottie, ich habe gesehen, dass du McDonald's-Handschuhe hast. Ich habe auch welche. Lass mal treffen. Dann, der hatte so sauer Bock, hat so zurückgeschrieben. Yo, beweis mal, dass du ein echtes Mädchen bist. Dann habe ich einfach ein Bild von meiner Schwester geschickt. Dann hat er halt mir echt geglaubt, dass ich Mädchen bin. Und dann habe ich halt so weiter mit ihm geschrieben. Und am Schluss habe ich halt geschrieben, it's a trap. Und bist du schon fertig? Ja. Ja, okay.